Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Samstags zu Besuch. Heute habe ich OG Lou zu Gast, die Gaunerin, die auf jeden Fall in der letzten Folge gefehlt hat. Wie geht's dir? Mir geht's auf jeden Fall ganz gut. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, aber ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich bin ja auf jeden Fall schon ein bisschen länger an dir dran und ich habe schon ganz lange vor, dass du hier auf der Couch sitzt. Deswegen freue ich mich voll, dass es geklappt hat und du hergekommen bist, auch wenn du angeschlagen bist. Ich glaube, ich muss dich eigentlich gar nicht mehr so mega krass introducen. Ich habe irgendwie das Gefühl, so die meisten haben dich seit dem letzten Jahr auf jeden Fall auf dem Schirm. Du hast die Deutschrap-Bubble auf jeden Fall ordentlich aufgemischt, würde ich sagen. Aber wir gehen trotzdem nochmal zurück zu letztem Sommer. Du hast im August 2022 den Song und deine erste Single Sonne, Strand, Sattler veröffentlicht. Du hast aber auch vorher schon Mucke gemacht bzw. live gespielt mit den PZK-Jungs. Warst da auch mit einem Feature vertreten. Wie wichtig ist denn überhaupt so ein Umfeld für dich gewesen, dass du irgendwann den Punkt hattest und gesagt hast, okay, ich mache das jetzt wirklich auch und starte jetzt und release meine erste Single? Also komplett wichtig, würde ich sagen. Ich habe ja eigentlich gar nicht wirklich gerappt, sondern eher so Texte in Form von so Poetry Slam oder so Spoken Word Sachen geschrieben und hab da so ab und zu mal, keine Ahnung, für meine Friends Sachen auf Insta hochgeladen und dann wurde ich dort eben von Die Zelle angesprochen. Und ohne den hätte ich, glaube ich, gar nicht überhaupt irgendwas auf dem Beat jetzt so geschrieben oder hatte davor vielleicht auch so spaßeshalber schon mal ein paar Sachen geschrieben, aber ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, das zu recorden oder so. Also komplett wichtig, dass da Leute waren, die das irgendwie gedickt haben, bevor ich überhaupt irgendwie das so gecheckt habe, dass das cool kommt. Und auch mit so Releasen, würde ich sagen, hätte ich dann nicht meine Schwester gehabt und meine Girls, die gesagt hätten, Alter, dieser Sonnenstrand-Sattler-Song, du musst den raushauen, weil wir lieben den, dann hätte ich den, glaube ich, nie veröffentlicht. Ja, krass. Es ist auf jeden Fall voll spannend zu sehen, wie viel dann so die Leute im Umkreis auch ausmachen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist eigentlich so durch Gedichte schreiben zum Rappen gekommen oder zum Schreiben generell. Hast du ein Lieblingsgedicht? Boah. Nee, ich glaube nicht. Ich bin tatsächlich auch gar nicht, dass ich jetzt so krass viele Gedichte gelesen habe, sondern eher halt wirklich einfach so geschrieben. Also es war schon eher immer, dass ich Rap gehört habe oder Deutschrap gehört habe und dann halt so eher in Momenten, wo es mir, sag ich mal, nicht so gut ging oder so Gedichte geschrieben habe. Aber das ist nicht so, ich lese jetzt nicht so Gedichte oder so, also klar, in der Schule hat man Goethe oder sowas mal durchgenommen, aber ansonsten kein Plan davon, um ehrlich zu sein. Ja, easy. Du hast jetzt eben ja schon gesagt, dass die Zelle auf jeden Fall dich so ein bisschen dazu gebracht hat oder angesprochen hat und dann auch gesagt hat, so ey, willst du mal was auf dem Beat rappen? Und ich glaube, ich habe in dem Interview mit All Good, glaube ich, gelesen, dass es vor allem nach dem Video war, was du zu Hanau hochgeladen hast, also dem Gedicht, was du darüber geschrieben hast, wo du dann auch irgendwie so ein bisschen aggressiver, wütender wurdest in deiner Stimme. Und ich finde es auf jeden Fall voll spannend, weil das ja schon auch was ist, was bis heute auch irgendwie so deine Musik ausmacht, so dass du auf jeden Fall ordentliche Systemkritik am Start hast so und irgendwie ja sehr schießt gegen alle Idioten auf jeden Fall, die da draußen irgendeine Scheiße labern und ja, deine Meinung auf jeden Fall und deinen Standpunkt sehr klar machst in deiner Musik und das gehört ja eigentlich auch einfach zu Rap dazu, aber könntest du dir vorstellen, Mucke zu machen, die nicht diesen Anspruch hat, sage ich mal, oder dass du einfach ein Party-Track schreibst, ohne dass irgendwie auch nur eine Line dabei ist, die irgendwie klar macht, so okay, das und das ist mein Standpunkt. Boah, also wahrscheinlich nicht. Also ich glaube schon, man könnte da bestimmt was schreiben, wenn man es sich so vornimmt, aber ich glaube so, Bullenhass gehört zu OG Lou, wie OG Lou zu OG Lou gehört. Und dementsprechend ist es einfach, also ja, Systemkritik, Hinterfragung der Staatsgewaltschaft und so, das ist einfach schon ein sehr, sehr großes Thema von mir. Und ich glaube, das macht mich auch an vielen Punkten irgendwie zu dem Art von bewussten Menschen, der ich bin. Und genau darüber will ich halt meine Texte schreiben. Gerade auch, weil ich es voll wichtig finde, dass so welche Themen
ja, benannt werden im Deutschrap, weil es ja doch eher in den letzten Jahren dazu tendiert, eben nur Party-Tracks zu machen Ja, und safe, ich ja. nehme Codein-Tracks zu machen oder so. Und das soll natürlich jeder machen, wie er oder sie Bock hat, aber mich haben halt am meisten schon immer Rapper inspiriert, die auch politische Sachen rappen. Und zwar nicht nur politische Sachen rappen, aber die Sachen benennen, wie zum Beispiel ein Hannibal oder ein Chill und Abdi oder auch ein Nate damals oder so. Ja. Ja, ich glaube, es ist auch gerade, weil du es gerade gesagt hast, auch nicht nur das das Thema ist, macht es, glaube ich, auch noch ein bisschen nahbarer, als wenn man jetzt, sage ich mal, so einen klassisch wirklich durch und durch politischen Track hört. Den hört sich halt dann vielleicht jemand an, der sich krass für dieses Thema interessiert oder damit auseinandersetzt. Aber ich glaube, es ist auch vielleicht gerade so diese Kunst, diese Waage zu halten, sodass im besten Fall auch jemand, der vielleicht gar nicht unbedingt das Thema irgendwie bisher sich mit beschäftigt hat, so einen Track hört und denkt so, ah, okay, ja, krass, so, und einzelne Lines dann vielleicht irgendwie rausstechen und einem auffallen. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und ich, wie gesagt, ich denke, wir müssen da gar nicht drüber reden, dass das ja im Endeffekt auch eigentlich einfach zu Rap gehört und der Ursprung Safe, von auf Rap ist. jeden. Auch wenn es natürlich super nice ist, dass man sehr viel, ja, unterschiedliche Musik aktuell auch hat, aber ich bin auch immer wieder froh, wenn ich merke, so, dass es nicht komplett verloren geht, so. Du hast auf jeden Fall ja auch ein paar Songs mitgebracht und wir hören jetzt auf jeden Fall direkt auch schon mal in einen rein von einer Musikerin, die das auf jeden Fall auch schon immer macht und ein krasses Vorbild, glaube ich, für sehr viele Leute ist und Inspiration auf vielen Ebenen. Und zwar hast du einen Track mitgebracht von Erykah Badu und zwar den Song Danger. Ich würde sagen, wir hören ihn jetzt mal und danach darfst du ein bisschen was dazu erzählen. Sehr gerne. Brothers got this complex occupation. To accept this call, say yes after the tone. Brothers got this complex occupation. You may not use two-way or three-way calling for this call. We disconnect you. You are connected. Me and this baby gon' be all night long. Walking this wood floor until my pig is home. I'm at the front door. I'm listening by the phone. But I'm gon' be here with my makeup on. It's been a long time since my man been gone. But when he get here, you know I won't be gone. Because I love him, I gon' love him strong. Me and this baby gon' be here for all night long. Because I got the block on lock, the trunk stay. Niggas gon' get they fuckin' hangin' down.
fuck it. How you do? Black on lock the trunk stand. Black on cock the pot stand. Black on lock the trunk stand. Black on cock the pot stand. Black on lock the trunk stand. The yayo might have to flush the yayo. Might have to flush the yayo. Yayo, yayo. Run. Might have to flush the yayo. Might have to flush the yayo. Might have to flush the yayo. Yayo. Noch nicht jetzt. Ja, nice. Wir haben einmal, wie gesagt, Danger gehört von Erykah Badu. Was gibt dir der Track? Was bedeutet er dir? Also Erykah Badu habe ich durch meine große Schwester entdeckt. Besser gesagt, sie hat die so entdeckt, als die so 16 war. Da war ich 11 oder 12, also ist auch schon echt ein paar Jahre her. Und das war für mich so, also ich kannte davor auch schon Lauryn Hill, aber das war für mich nochmal so eine andere weibliche Stimme einfach, die nicht so, also ich feiere auch Rihanna und Beyoncé und so Destiny's Child und so, aber das ist alles sehr poppig und es ist sehr schon commercial abgefertigt und so, und ich fand Erykah Badu hat so mir von Anfang an so was anders, also die ist so anders einfach, die ist einfach verrückt, so wie die aussieht, wie ihre Sounds sind, die ist super authentisch und also ich glaube, sie ist wahrscheinlich auch einer der meistgehörtsten Künstlerinnen überhaupt in meinem Leben, weil sie sich so durch jede Lebensphase irgendwie durchzieht. Und der Track speziell feiere ich halt, weil der eben so viele Variationen hat. Der baut sich so, also ja, wir haben es ja gerade schon beim Hören gesagt, so der hört sich einfach jede 30 Sekunden an, als ob es ein neuer Track wäre. Und der ist politisch eben, der spricht voll viele Dinge nice an, und aber auch auf wieder so verschiedenen Ebenen. Der holt mich einfach so vom Vibe und so vom Inhalt und so einfach anders ab. Deswegen. Ja, safe, fühle ich voll. Ich habe es eben, genau, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, als ja der Track gelaufen ist. Ich habe den, wie gesagt, komplett vergessen irgendwie, und da hast du auch schon gesagt, so ist eigentlich voll der underrated Song von ihr irgendwie. Und ja, ich finde den auch auf vielen Ebenen auf jeden Fall super spannend, gerade weil man merkt, im Vergleich zu den Songs heute so, der geht irgendwie über 4 Minuten und du hast eigentlich nicht das Gefühl, dass es langweilig wird, so dadurch, dass halt die ganze Zeit irgendwie was passiert so. Und das ist auf jeden Fall sehr nice. Wenn du jetzt so zurückdenkst an das Alter, wo du den oder generell auch sie gehört hast, war das schon so ein bisschen auch so Thema, dass du irgendwann gedacht hast, okay, so vielleicht doch irgendwie mal Musik machen oder so? Oder war das da eher noch so die Faszination, sage ich mal, so für das Hören? Aber ja. Also ich weiß nicht, ob, ich glaube, es war jetzt noch nicht so, dass ich unbedingt jetzt Lust hatte, selber Musik zu machen, aber ich habe schon immer sehr viel Musik gehört und auch voll viele Sachen einfach nachgerappt. Also
Sowohl irgendwie Ami-Sachen auf irgendeinem Englisch, was nicht existiert, so mäßig, und als auch Deutschrap dann, als dann die Künstlerinnen kamen, die mir getaugt haben, sag ich mal. Aber jetzt, also es war jetzt nicht so, dass ich so damals dachte, ich will jetzt Mucke machen unbedingt. Also generell ist das etwas, was erst voll spät jetzt gekommen ist bei mir. Ja, voll spannend, weil bei ganz vielen, mit denen ich so hier oder auch schon in so anderen Formaten gesprochen habe, so die haben gefühlt noch so Festplatten, wo so richtig peinlicher Stuff drauf ist. Den bringe ich jetzt raus. Genau, und dann, das ist, also ich finde es voll interessant, so die unterschiedlichen Wege auch zu sehen, so dass du halt wirklich einfach relativ spät auch gesagt hast, okay, das ist vielleicht was ich machen will. Was inspiriert oder wer inspiriert dich denn heute? So, was ist da was, wo du sagst, okay, da dickst du besonders, wenn du irgendwie am Mucke machen bist, oder das fällt irgendwie viel mit rein in deine Musik? Also auf jeden Fall mein komplettes Umfeld, würde ich sagen, in erster Linie. Sowohl jetzt die Gauner-Jungs, als die PZK-Jungs, als auch Donna Savage oder auch andere Leute, die ich jetzt mehr und mehr kennenlerne, sind, glaube ich, also einfach KünstlerInnen, die mich extrem inspirieren. Und dadurch, dass ich eben ja auch noch gar nicht so lange Musik mache, bin ich halt gerade auch noch voll in der Findungsphase, und ich sage immer, ich bin eine Beat-Bitch, ich hopp so auf jeden Beat drauf und gucke halt, was dabei rauskommt, weil ich eben gar nicht sagen kann, oh, ich mache nur Memphis oder ich mache jetzt nur Trap oder, keine Ahnung, nur Boom-Bap-Sachen, sondern dass ich da komplett irgendwie offen noch bin. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt gar nicht so unbedingt einzelne Künstler oder KünstlerInnen, wo ich so sage, boah, die inspirieren mich jetzt komplett, aber so einzelne Songs auf jeden Fall. Ja, safe. Ja, verstehe ich. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hast du auch irgendeinen Bezug zu Italien, oder? Ja. Du hast da mal gelebt auch, glaube ich. Ne? Genau. Inwiefern spielen auch so Sachen mit ein? Also ich meine, man hört es jetzt ja schon in den Songs, die du in der letzten Zeit veröffentlicht hast, jetzt gerade auch zum Beispiel auf dem Gauner-Tape so. Es sind ja sehr viele Referenzen, zum Beispiel aus Frankfurt, so, das fließt ja immer wieder ein. Aber hast du auch das Gefühl, dass du generell so, also dass so Orte, an denen du bist, Kulturen, die damit einfließen und so, irgendwie auch Inspiration für dich sind? Auf jeden Fall. Also sowohl Italien, ich habe da genau ein Jahr gelebt und habe da auch in einem besetzten Haus gelebt, habe da viel antifaschistische Politik gemacht und bin dementsprechend, hat mich einfach Italien sehr politisiert, weil es dort einfach auch nochmal eine ganz andere Gesellschaftsform gibt, wo irgendwie das Leben außerhalb von Arbeit, sage ich mal, nochmal eine viel größere Rolle einnimmt, als, ich will es gar nicht auf Deutschland jetzt so verallgemeinern, aber auf jeden Fall in einer Stadt wie Frankfurt, die halt sich komplett um Kapital dreht. Ja, safe, ja. Aber auch, ich war ja auch in Thailand für 8 Monate nach dem Abi und war da in so einem Thai-Box-Camp, und ich würde sagen, auch das fließt ja mit Tracks wie Namal Junus oder so schon auch in meine Musik mit ein, also eben auch Kampfsport und die Orte, die ich damit verbinde. Ja, auf jeden Fall. Wie sehr dominiert Rap so generell dein Hörverhalten? Also ist es schon so das, was du so hauptsächlich hörst? Auf jeden Fall, also, aber auch schon seit immer. Ja. Ich glaube, noch nie gab es irgendwas, was ich mehr gehört habe als Rap. Ich bin auch so ein richtiger Deutschrap-Ultra, also so schon noch so in dieser Phase, wo andere Leute gesagt haben, Deutschrap ist voll scheiße, und so habe ich immer so heimlich Deutschrap gehört. Und auch jetzt, wenn ich so Leute treffe, so MusikerInnen, und mit denen einfach so quatsche, für mich ist das immer voll krass, weil ich höre deren Musik schon seit Jahren so. Ja. Ja, verstehe ich voll. Aber ist bei mir genauso. Also, dass so dieser Weg gar nicht so krass über irgendwie so amerikanische Mucke, also ne, irgendwie lief, sondern auch schon sehr früh deutsch irgendwie. Mhm. Das war, was mich gecatcht hat. Und auf jeden Fall auch eine Künstlerin, die du mitgebracht hast, war auf jeden Fall auch bei mir relativ früh am Start. Und ich würde sagen, wir hören mal den nächsten Song. Let's do it. EWA, endlich
ist ein Mädel da, denn die Rapper kommen nicht auf ihr Leben klar. Redet mal, jeder Hater ist nur ein Klick mehr. Du bist nicht mal ein Fick wert. Was Kachbar, ich komm im Achter. Kokain oder Speed, alles ist machbar. Du bist nicht mein Nachbar, ich bin die Schwester. Stich mit dem Messer, fick dich, du Schwätzer. Rapperin haben Angst, ich bin die Frankfurt-Hessische, ihr ganz schön hässlichen Kampfsport, lesbischen. Alles oder nix, Sio und Katar. Irgendwann fliegen wir mit ner Mio nach Katar. Komm klar, du Pitschko, ich bin ein Monster am Mikro. Und wenn ich komm, ist finito. Zu Hause machst du brav ein auf Pastor, doch vor dem Monitor stellst du mich nackt vor. Realität, AON-Faktor, überroll die Szene wie ein Traktor. Mein Kopf macht Klick, die Knarre macht Klick, mein Schmuck macht Klick, YouTube macht Klick. Leider machen auch die Handschellen Klick, Freiheit für Katar, draußen wartet deine Klick. 2-2 Wege, geh du mal den Graden. Ich puder die Nase, mach Fluss auf der Straße. Zu viele Neider machen auf Baba. Zu viele Freier machen auf Hata. Geblendet von Felgen von MAE. Mehr Kohle als du Lauch macht Eva E. Und du siehst mich bei Backspin TV. Die Leute sagen, Hammer, endlich rappt hier ne Frau. Jeder Schwarzkopf macht sein Schwarzgeld. Jedes Arschloch, das was aus sich hält. Spieler, Dealer, Koksbarone. Neider Weiber, oben ohne. Ghetto Metto, wo ich wohne. Para Para, Kohle Kohle. Frankfurt, feminin, Junkies auf Heroin. Nachtleben, acht geben, Schlampen, die Ejo ziehen. Aber ich könnt keiner ihres vertrauen, denn wir sind die Kanaken ihres Vertrauens. Ich zähle täglich jeden Watt Sterre. Mille bezahlt vom Berber Mysteri. Sie ständig Paras haben wegen ihren Handys und Batzen. Lieber sparen unter den Matratzen. Was los hier, Kachbo? Seid Hassans im Polos, doch nachts tanzt ihr in der Disco. Go, go. Lackschuh, was? Pesos in Lackschuhen. In Wirklichkeit lebst du in Armut, du Scharmut. Komm mit 60 Bars, mit sexy Arsch. Im Lexus mit zwei Fotzen hinterm Plexiglas. Und sie rappen meine Texte nach. Eine hat Flex parat und die andere direkt aus Prag. Jane Dobre Hombre, Eva besprüht das Haze, als wär's Eau de Cologne. Und ich schau mir euren Hass an, ihr Hassans Hayden auf YouTube, doch was dann? Ich hab gehört, dass Kachbars nicht rappen sollen, doch wie soll das gehen? Ich seh nur Kachbars am Horizont. Check du Beach, go her mit dem Mikro. Leute heben Hände hoch, als wär ich die Kripo. Also, alle anderen machen nur Kelleck, Kurva, wie ne 15 bei Blackjack. Blackjack. Ja, nice. Es war einmal Schwester Eva mit 60 Punchbars. Wir hatten es gerade schon. Auf jeden Fall eigentlich so einer der krassesten Tracks von ihr. Inwiefern war so eine Künstlerin wie sie auch irgendwie entscheidend, so vielleicht für deinen Weg oder auch so dein Hörverhalten? So, was hat das mit dir gemacht, dass halt ja auch plötzlich irgendwie jemand wie sie auf der Bildfläche erschienen ist so und Mucke gemacht hat? Also, ich finde, Schwester Eva hat auf jeden Fall also sehr, sehr viel in mir bewegt damals. Ich weiß noch ganz genau, als ihre ersten Sachen, als dieses Mixtape rausgekommen ist und so. Ich habe halt davor sehr viel Chill und Abdi und Haftbefehl gehört und auch schon so Hata und so. Und ich würde sagen, in dem Zweig gab es halt noch keine Frau. Also so, was dieses Street-Ding, aber auch auf locker. Also es war, sie macht es halt so mit so viel Humor. Und das feiere ich halt extrem generell bei Rap, wenn es halt nicht so nur dieses zu ernst und auf die Fresse, sondern dass man immer mal wieder merkt, so da ist so ein kleines Augenzwinkern dabei und da ist so ein kleiner Witz dabei und Leute nehmen sich selber und das ganze Ding auch nicht so zu ernst. Und dementsprechend, ey, auf jeden Fall Schwester Eva, größte Inspiration. Und auch jetzt so, ich glaube, viele Rapperinnen haben es leichter, dass es, also dadurch, dass es Eva gab einfach oder Eva gibt, die hat voll viele Türen für uns geöffnet, dass wir Dinge sagen können, die davor, also die ohne sie hätten wir die so gesagt, keine Ahnung, ich sag auch mal, wie meine Musch riecht nach Kusch oder so. Ja. Davor hat niemand über seine Musch, über seine Fotze, über irgendwas gerappt. Eva war die Erste und die hat das mit so einem Selbstbewusstsein gemacht, dass das einfach volles Empowerment für
mich auf jeden Fall war und ich glaube auch für viele andere. Ja, sehr, fühle ich auf jeden Fall auch komplett. Und du bist ja schon auch, also ich meine, eigentlich ne, gar keinen Bock mehr darüber zu reden, so, dass Rap irgendwie eine männerdominierte Szene ist, so, weil sich gerade auch einfach extrem viel verändert, so. Es kann sich immer noch mehr verändern, safe, aber es passiert irgendwie auch schon sehr viel, allein auch so, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, Rap zu hören, war das auch noch was, was irgendwie auch vielleicht in a way unangenehm war, überhaupt zu sagen, so, dass ich Rap höre. Allein das irgendwie, dass es überhaupt gar kein Thema mehr ist, dass irgendwelche Girls durch die Straßen laufen und irgendwie Rap hören, so, in dem besten Fall noch Rap von Frauen oder Flinterpersonen hören. Ja. Aber trotzdem bist du ja so auch grundsätzlich in sehr, ich sag mal, männerdominierten Szenen unterwegs, so. Du rappst, du bist, wie man unschwer erkennen kann, Eintracht Frankfurt-Fan. du machst Kampfsport seit einigen Jahren. Inwiefern erstmal vielleicht so zu Beginn siehst du eine Verbindung zwischen Rap und Sport? Für dich vielleicht auch persönlich? Also für mich persönlich würde ich sagen, es ist beides ein Mittel, um einen Ausgleich für mich zu finden. Also auch so einen persönlichen, emotionalen Ausgleich. Ich habe schon auf jeden Fall ganz schön viele, sag ich mal, so loderndes Feuer in mir. Und das kann sich auch auf jeden Fall gegen mich in Situationen selber verwenden. Und da ist einfach Sport und da Kampfsport war für mich einfach übertrieben die Möglichkeit, viel selbstbewusster zu werden. Also auch in so mir selbstbewusst zu werden, eine Verbindung viel mehr von meinem Geist zu meinem Körper zu schaffen. Und ich glaube auch zum Beispiel dann nur durch dieses Selbstbewusstsein, das ich durch Sport bekommen habe auch und auch also durch Kampfsport, durch das Wissen, mich verteidigen zu können, aber auch durch das Wissen, mich also schlagen zu können oder zuschlagen zu können, ohne dass es unbedingt ein Verteidigungsmove sein muss, sondern auch einfach ein Angriff, weil ja. Das auch wichtig ist, finde ich. Ich glaube, ohne dieses Selbstbewusstsein hätte ich auf jeden Fall, also würde ich auch gar nicht die Sachen schreiben, die ich schreibe und würde auch gar nicht so auftreten, wie ich auftrete. Ja, glaube ich. Worin glaubst du, liegt für dich so der Reiz oder hat es vielleicht auch, als du zum Beispiel angefangen hast mit Kampfsport, in solchen Szenen sich so einen Platz zu schaffen? So? Woher kommt das, dass du Bock hast, da auch mitzumischen und zu sagen, so ey, ich bin jetzt hier? Ich glaube, es war halt schon immer so in mir. Also auch, ich habe mit 6 oder so angefangen, Fußball zu spielen. Ich war immer auch eher das einzige Mädchen. Ich hatte noch ein anderes Mädchen in meiner Parallelklasse in der Grundschule, die hat auch mit mir im Verein gespielt. Aber ansonsten waren wir immer die beiden einzigen Mädchen, so, die mit den Jungs Fußball gespielt haben. Ich bin wirklich meine komplette Grundschulzeit bis zur 6. Klasse in meinem blauen ersten FFC Frankfurt Trainingsanzug rumgelaufen. Ich war der stolzeste Teammember in diesem ganzen Team, glaube ich. Und ja, auch, also ich glaube, das war für mich auch tatsächlich teilweise so ein Identitätsstruggle, weil ich eben dadurch, dass ich halt ein Mädchen bin und auch einfach blond bin und so, halt oft nicht ernst genommen wurde oder das Gefühl hatte, ich wurde einfach total unterschätzt. Ich wurde zu Dingen erstmal vielleicht nicht mitgenommen oder so, weil gedacht wurde, man muss auf mich aufpassen. Ja. Und deswegen glaube ich, war das eher sowas, was so natürlich in mir gekommen ist. Es ist gar nicht, was ich mir so, dass ich so gedacht habe, ah, okay, da sind jetzt voll viele Jungs und da will ich jetzt dazugehören, sondern es waren einfach meine Interessen und es war einfach eine Tatsache, dass eher Jungs vielleicht ähnliche Interessen hatten. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt versucht, irgendwie Wege zu finden, dass ich da trotzdem mit dazugehören kann. Ja, voll, ich fühle das auf jeden Fall voll und es ist auch, also ich finde es halt auch voll nice zu sehen, dass das es einfach auch gar nicht mehr so unterschieden wird, ne, in, okay, das sind jetzt irgendwie Hobbys, die hat halt ein Girl und das sind Hobbys, die hat halt ein Junge, so, und irgendwie viel mehr vermischt. Und trotzdem ist es ja auch, glaube ich, ganz lange so gewesen, zumindest ging es mir auch voll oft so, ich war auch voll oft das einzige Mädel, was am Start war und fand das auch nice. Also ich war auch, habe mich auch selber voll oft da, oder jetzt so rückblickend dabei erwischt, dass ich das auch nice fand, dass ich die bin, die mitgenommen wird oder die bin, die mitspielen darf oder, ne, also das irgendwie so akzeptiert wurde. Ja. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass man da halt einfach auch checkt, so, dass sich das halt auch einfach verändert, weil einem ja auch oft so suggeriert wird, es gibt halt nur diesen einen Platz für dieses voll eine Girl. Auf jeden. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir, dass da auf jeden Fall auch jeder auf dem Schirm hat, so, es gibt halt Platz für uns alle. Und
das machst du ja auf jeden Fall auch sehr gut so und es ist ja auf jeden Fall auch wahrscheinlich einer der vielen Gründe, warum du zum Beispiel Mucke machst mit Girls, wie zum Beispiel Donna Savage so, dass man sich eben auch mit solchen Leuten zusammentut. Und genau, das machst du und so ist zum Beispiel mit Donna Savage Simple Life entstanden. Ja, auf jeden Fall einer meiner, ich glaube, es ist jetzt schon so mein Track des Jahres. Ich habe den schon so viel gehört. Sweet. Und ich habe auch mit ihr ja schon mal ein Interview für die Backspin geführt und habe auch mit ihr schon drüber gesprochen, aber es ist voll interessant, jetzt nochmal so deine Perspektive zu hören. Wie kam so die Connection? Wie habt ihr euch gefunden, so wie in Frankfurt? Ja, wie kam das zustande? Ja, also ich bin halt, deswegen, man muss sagen, ich habe noch nicht so lange soziale Medien. Ich glaube, ich habe das erst seit 2021 oder so, habe ich erst Instagram oder 2020? Ich weiß nicht, auf jeden Fall noch nicht so lange und dann habe ich Instagram entdeckt und plötzlich war so, weil ich habe halt schon noch davor natürlich viel Musik gehört, aber durch Instagram findet man schon nochmal andere Leute. Ja, voll. Also ja. Das ist schon nochmal, dir werden Sachen vorgeschlagen oder du siehst irgendjemand repostet das oder das und dann hat eine Freundin von mir damals eben ein Jaja von Donna repostet und ich bin halt so jemand, I can't hold myself back. Ich muss immer zu allen Leuten gehen und sagen, wie krass ich sie finde. Und dann habe ich halt auch direkt geschrieben, war so, oh mein Gott, du machst richtig geile Sachen. Ich habe auch einen Text geschrieben, bla bla. Und dann hatte sie dazu eigentlich gar nicht so groß drauf eingegangen und war nur so, ja cool, danke schön für die Props. Und dann haben wir uns auf dem Splash gesehen, beziehungsweise ich habe sie gesehen. Und dann habe ich sie da angequatscht und dann haben wir genau dort irgendwie kurz gebabbelt und dann hatten wir da Kontakt ausgetauscht. Und dann hat sie ein paar Wochen später auf der Tapefabrik geschrieben und hat mich dann angerufen. Und es war so voll der weirde Moment, weil ich hatte noch den ganzen Vormittag so überlegt, so soll ich da hingehen, soll ich nicht hingehen. War so, ah nee, ich glaube, ich gehe nicht hin. Und dann in dem Moment, wo ich sage, klingelt so mein Handy und ich wusste nicht mal, wie ihr richtiger Name ist. Und dann steht da so Donna Savage und ich so, oh mein Gott, Donna Savage ruft mich an, what's up, happening? Dann gehe ich so dran, dann sage ich so, ey, ich spiele auf der Tapefabrik, ich habe noch Gästeliste, willst du vorbeikommen? Und dann bin ich da natürlich, habe ich die Chance ergriffen und bin da hingefahren. Und dann haben wir uns mega gut verstanden und dann hat sie mich nach Wien eingeladen. Nice, ey, und dann habt ihr dieses Jahr Tapefabrik zusammen auf der Bühne gestanden. Ja, so verrückt, Mann. Voll, da schließt sich der Kreis auf jeden Fall. Komplett. Richtig nice. Ja, du hast ihr ja dann, das hat sie auch jetzt dieses Mal auf der Tapefabrik gesagt, dass du ihr ja dann den Track Sonne, Strand, Sattler geschickt hast, so, und die den ja auch krass gefeiert hast. Gerade weil du jetzt eben gesagt hast, so, dass du jemand bist, der immer so sehr gerne Props gibt. Mhm. Wie leicht fällt es dir, anderen deine Musik zum Beispiel zu zeigen? Also gerade wenn du die Person jetzt vielleicht auch noch nicht so gut kennst, so ist das für dich easy, auf Leute zuzugehen, zu sagen, ey, das habe ich gemacht, so, ich will dir das jetzt mal zeigen? Ich glaube schon verhältnisweise easy, aber das liegt auch daran, dass ich glaube, ich dadurch, dass ich auch noch nicht so lange Mucke mache, habe ich noch nicht so krass diesen Perfektionismus. Also ganz viele in meinem Umfeld, die sind halt so Perfektionisten und die haben Songs, wo ich sage, ich hätte die schon, keine Ahnung, wann rausgehauen und keine Ahnung, und die stören sich an diesem einen Adlib oder so, wo ich so bin, so, alle, das bockt niemand, das fällt niemandem auf, außer dir. Und ich bin halt, ich glaube, ich bin da in vielen Sachen auch einfach ein bisschen lockerer und habe auch nicht so, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt damit selber disse, aber ich habe nicht so krass diesen hohen künstlerischen Anspruch, immer so was komplett Rundes machen zu müssen oder so, sondern ich denke mir so, ah, okay, so, ja, kommt ganz gut, okay, machen wir mal so. Und dann zeige ich das Leuten und auch gar nicht irgendwie. Also ich zeige Leuten natürlich Dinge, die ich selber cool finde und wenn ich mit Sachen unsicher bin, dann ja, lass ich vielleicht mal jemanden drüber hören, aber dann bin ich eigentlich, ich weiß schon ganz genau, was ich irgendwie rausbringen möchte oder was ich vielleicht für mich haben möchte und ich bin da, glaube ich, nicht so scheu. Aber ja, voll gut, weil wie du sagst, ich kenne auch super viele Leute, die so unendlich lange an Sachen arbeiten, was glaube ich auch auf der anderen Seite natürlich voll gut ist, aber ich glaube, man kann halt gerade seine eigene Musik auch so krass tot hören, so. Und wenn du dann halt, du wirst dich immer an irgendwas stören. Und ich glaube, ich hatte das Thema hier auf jeden Fall auch schon ein paar Mal mit unterschiedlichen Leuten so. Theoretisch kannst du immer weitermachen. Theoretisch kannst du ein Beat nie zu Ende bringen, so. Du kannst immer wieder was verändern. Komplett. Und ich glaube, es ist auch ganz nice, wenn man irgendwann so sagt, ey, ich finde das geil, so. Und vielleicht denke ich in einem Jahr, ja, hätte ich vielleicht noch mal was dran machen können, aber dann hat man in dem Jahr halt auch schon wieder andere Mucke gemacht, so. Genau, und jetzt so eines der, ich sag mal, letzten Sachen, die rauskamen,
war ja, du hast jetzt gerade auch schon ein paar Mal angesprochen, das Gauners-Tape mit den Gaunern. Ja. Und genau, die waren vor ein paar Wochen ja auch schon mal hier und wir haben so ein bisschen über den Entstehungsprozess gequatscht und so. Und deswegen finde ich es da auch ganz spannend, deine Perspektive nochmal zu hören, weil das war für dich ja auch so das größte Projekt eigentlich, was jetzt bisher rauskam, so ja. in der Art. Wie war das für dich, vor allem auch so, sage ich mal, die Zusammenarbeit auch mit so vielen Leuten? Es haben ja wirklich krass viele Leute da dran mitgearbeitet. Ja, wie hattest du so das Gefühl, so wie habt ihr zusammengehalten? Wie habt ihr euch organisiert und koordiniert und habt es irgendwie geschissen bekommen überhaupt, dass man auch immer so viele Leute irgendwie zusammentrommelt so? Also ich glaube, ich war in der vorteilhaftesten Position, weil die Jungs hatten sich schon getroffen ein paar Mal und hatten auch schon ein paar Tracks fertig. Und als ich dann das erste Mal mit dazugekommen bin, hatten die eigentlich schon so 4, 5 Sachen, von denen jetzt auch ein paar gar nicht aufs Tape gekommen sind. Aber dementsprechend gab es schon so voll die Vision dahinter. Und ich hatte basically bis dahin auch, glaube ich, nach Sonnenstrand Sattler, glaube ich, 1 oder 2 Tracks nur geschrieben, also gar nicht wirklich noch weiter Musik gemacht und bin da einfach auch so ein bisschen so ohne Erwartungen hingekommen. Und ich kann nur sagen, mir hat das voll geholfen, so Sessions zu machen mit so vielen Leuten, weil es mich krass ins kalte Wasser geworfen hat, auch vor allem mit so vielen Jungs, die schon sich untereinander viel besser kennen. Ich kannte nur Tubab richtig vorher und also Gigi so bisschen durch seinen Bruder, aber auch nie so wirklich, und Toka gar nicht. Aras und Uzlot halt so vom Sehen mehr, aber auch nicht so viel Musik gemacht. Popadilo und Uzlot. Well. Shoutout an die Jungs auf jeden Fall an der Stelle, an alle Jungs. Ja, Mann. Genau deswegen, bin da eher so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, hat auch am Anfang so, die haben ihre Texte so in 15 Minuten geschrieben und ich war so, wo, yo, okay, ich hab so einen Vierer, wenn's hochkommt, mäßig. Aber es hat mich voll motiviert und es hat immer Bock gemacht und es ist halt voll die nice Runde, weil es mit voll viel Wertschätzung verbunden ist. Wir feiern uns gegenseitig voll auch in so Sessions ab, wir rappen uns die Parts dann vor, sind da so, well, stramm und so. Und mir hat das einfach nur voll geholfen, selbstbewusster zu werden. Ja, ich finde auch, man merkt einfach voll krass diesen Zusammenhalt. Also gerade auch, wenn man euch jetzt irgendwie auch auf der Bühne sieht gemeinsam und so, oder euch irgendwie auch auf Instagram verfolgt und so, man merkt einfach so, ihr pusht euch immer gegenseitig so und supportet euch. Und ich glaube, das merkt man wahrscheinlich am Ende auch beim Endprodukt dann, ob das nur ein reines Session-Ding, okay, man geht da hin, macht eine Session, bringt den Song zu Ende und dann geht man wieder nach Hause, oder ob das schon auch irgendwie eine gewisse Gemeinschaft ist. So, voll, und auch ein Prozess. Man, ja. Also man wächst ja auch voll so zusammen. Wir haben, glaube ich, in zwei Monaten haben wir irgendwie 8 Sessions gemacht oder so. Ich habe mehr mit denen gechillt, als keine Ahnung, ich habe die öfter gesehen, als ich meine Mitbewohner gesehen habe, gefühlt. So. Ja, krass. Ja, voll. Ich habe mir auch deswegen eine kleine extra Kategorie in Sachen Linesraten überlegt, und zwar die Gauners Edition. Oh, du darfst jetzt nämlich erraten, von wem der Gauner-Mitglieder die jeweiligen Lines sind. Also ich kann dir schon mal so viel verraten, es gibt Lines von dem Tape, aber es gibt auch Lines, die nicht auf dem Tape sind. Oh mein Gott, ich hoffe, ey Jungs, entschuldige mich schon mal vorhin. ich bin gespannt. Ja, ich lese dir die Line vor und ich gebe dir auch gerne Antwortmöglichkeiten. Ich schieb auf Ordnungsbullen Hass, du schiebst ordentlich Toka. Hass. Yes. Genau, und zwar auf Picobello. Ja. Sehr gut. Genau, das ist auf jeden Fall einer der Tracks, der auf dem Tape vertreten ist. Kommen wir zur zweiten Line. Du gehst auf Party und fragst nach Knicklicht, ich gehe auf Party und zähle Gewinne. Ja, Mann. Weißt du noch den Track? Oh, ich weiß gerade nicht. Aber auf jeden Fall auch mit einem Feature. Aber das ist nicht Gauner. Nee. Das ist, boah, ist das was von Cat Dog? Oh, nee. Keine Ahnung, kann ich gerade nicht sagen. Ist auf dem Track Sterne vom Himmel mit dem guten alten Hamburger Kollegen Thad, genau, ja. Ja, nice. Bisher richtig gut, ja, top. Mann. Okay, vielleicht wird es doch nicht so peinlich. Kommen wir zur dritten Line. Sie sind auf Beef aus, als würden sie Rinder züchten, doch ich bleibe entspannt, werde kein Finger krümmen. Ja, ich würde sagen, jetzt einfach mal Gigi. Ich lese gerne mal vor. Aha. Gigi, Ocelot oder Tubab?
Nochmal bitte die Line. Sie sind auf Beef aus, als würden sie Rinder Nein, züchten, das ist doch ich bleibe entspannt, werde kein Finger krümmen. Das ist Ocelot auf jeden Fall. Ja, Mann, das ist Ocelot auf dem Track Helmut Schmidt. Auch sehr, sehr krasser Song. Ja, jedes Mal wieder, wenn krass. Der angeht, bin ich so krass verwundert und denkst, Alter, ich Ey, sowieso, so krass, ja. diese, also der hat so geile Tracks rausgebracht. Auch ja, die ganze Nacht ist so ein geiler Track. Ja, ich feiere den jeden. Extrem. Ja. Okay, ich habe eine Line noch für dich. Nehme keine Hand von dir, weil Alarm angeht, du Massenprodukt, ich eine Rarität. Das ist auf jeden Fall DJ auf Kickflip, oder? Ja, Mann. Ja, top, Alter. Okay, geil. 4 von 4. Auf jeden Fall, glaube ich, bisher die beste. Okay, aber das war auch ein bisschen easy. Es war ein bisschen easy, aber ich habe auch schon ein paar Mal hier Lines von den Leuten selbst vorgelesen und sie waren wirklich verwirrt teilweise und haben es nicht gecheckt. Deswegen, das kann mir aber auch passieren. Ja, deswegen, aber trotzdem, sehr gut. Und genau, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal große Empfehlung, sich euch irgendwie irgendwo, wo es möglich ist, live reinzuziehen. Kommen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen zu dem Thema live. Auf jeden Fall. Du hast aber auch noch einen letzten Track mitgebracht von jemandem, der auf jeden Fall auch live übertrieben krass ist, und zwar Soli, und zwar den Track Oh mein Gott, aber den Bowski-Remix. Yeah. Da hören wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal rein und dann quatschen wir mal ein bisschen so über deine Live-Action dieses Jahr. Mir ging's lang nicht gut, doch gerade schon, weil hau du weißt. Die Nacht ist jung und die Nacht ist jung und oh mein Gott, wir sind schön zu zweit. Guck mich nicht so an, wir sind nicht gleich. Guck mich nicht so an, bleib meine Bäche, ich schwimm von euch ein. Wir sind nicht gleich. Meine Bitch ist die schlimmste von euch allen. Oh mein Gott. Schön.
So, ja, sehr nice. Auf jeden Fall krasser Sommerbanger. Direkt gute Laune. Auf jeden, ja, voll. genau, wir haben jetzt eben gerade schon so kurz angeschnitten, live spielen. Was das betrifft, bist du ja auf jeden Fall einigen Leuten auch ein paar Schritte voraus. So, du hast letztes Jahr mit gerade mal einem Feature-Part draußen irgendwie auf dem Splash gespielt. Ja. So, das ist auf jeden Fall Props dafür, so, das muss man erstmal schaffen. Und auch generell konntest du ja auf jeden Fall so in der letzten Zeit schon krasse Erfolge feiern, was das betrifft. So ausverkaufte Berghain-Kantine, eigene Show im Zoom in Frankfurt. Ja, Mann. Erstmal, was war so dein persönliches Highlight irgendwie, was jetzt so die letzte Zeit passiert ist? Oder irgendwie so deine Favorite-Geschichte von live und unterwegs sein und irgendwie spielen? Also es ist schon voll schwierig zu sagen, weil ich glaube, ganz viele Dinge realisiere ich gar nicht. Also es ist wirklich so, es passiert so viel und ich spiele so viel live. Das ist so, ich check das manchmal gar nicht, was das überhaupt, also dass ich da wirklich auf einer Bühne stehe und dass da wirklich Leute kommen und sich meine Musik anhören. Und also davor war ich auch immer mit den PZK-Jungs unterwegs, aber inzwischen ist es ja schon noch so, dass die Leute wirklich zu meinen Konzerten kommen. So. Ja. Und ich würde sagen, also auf jeden Fall ein Highlight war natürlich die Show im Zoom, auch weil es einfach so spontan und aus so einer Schnapsidee raus passiert ist und es dann so gut funktioniert hat und ich wirklich noch so irgendwie, das so unstressig war, komplett so, es hat einfach alles geklappt. Nichts war irgendwie, nice. Hat ja. irgendwie abgefuckt oder so. Und dann auf jeden Fall, ich meine, Berghain-Kantine war richtig geil, es war eine krasse Stimmung. Ich finde es auch krass, so, weil Donna und ich einfach so eine hohe Frauenquote im Publikum haben und es ist einfach was ganz anderes, so Frauen feiern tausendmal geil ab. So. Ja, ist echt so. Und vor allem, ja. ich habe auch das Gefühl, Frauen feiern Frauen halt nochmal viel mehr. Also wir feiern unser weibliches Publikum und das weibliche Publikum feiert uns auch nochmal viel mehr, weil einfach so eine Sisterhood in der Luft ist. Und das waren auf jeden Fall zwei richtig krasse Highlights bis jetzt, aber eigentlich, also genau, so wie ich eben gesagt habe, ich kann voll viel so nicht realisieren, ist doch irgendwie alles ein Highlight. Ja. Jedes Mal. Ja, kann ich voll verstehen. Ich glaube, dadurch, dass halt auch bei dir gerade so seit letztem Jahr ja eigentlich auch durchweg immer irgendwas passiert, man kommt gar nicht an diesen Punkt, wo man mal so richtig so Space hat, so zu checken und so zu realisieren, was geht eigentlich ab so. Ich glaube, es kommt dann vielleicht irgendwann, wenn du mal so 3 Wochen Urlaub hast und du bist irgendwie weg und du bist irgendwo und dass dann mal so Sachen so auf einen herunterprasseln und man so denkt, okay, crazy, was eigentlich abgeht. Aber gerade wenn es jetzt so ums Live-Spielen geht, gerade auch dadurch, dass du ja schon live gespielt hast, bevor du, sag ich mal, deine eigenen Songs draußen hattest, wie nervös bist du noch, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, so? Es ist voll unterschiedlich. Also zum Beispiel vor der Berghain-Kantine war ich richtig nervös. Aber ja, voll oft bin ich auch gar nicht so krass nervös, weil ich mir so denke, was soll schon schief gehen? Also so am Anfang, die ersten Male, wo ich auf der Bühne war, hatte ich immer voll Angst, dass ich so voll choke und sonst was. Und dann habe ich aber auch so, keine Ahnung, mich wieder daran zurückerinnert, wo ich zum Beispiel auf so Chill und Abdi-Konzerten war und die sich da so einen abgechokt haben, einer nach dem anderen. Und man sich dachte so, was, also so, ihr könnt einfach eure eigenen Texte nicht, habt die überhaupt geprobt. Aber ich meine, ich liebe die trotzdem. Die sind trotzdem super authentisch, super witzig. Ich würde mir trotzdem jedes Mal aufs Neue ein Chill und ab die Konzertticket holen. Einfach nur, um diese zwei Menschen da oben zu sehen. Safe. Und also ich denke mir, man hat nichts zu verlieren generell. So, man lernt aus jeder Erfahrung, aus jedem Gig so dazu. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft oder so, dann weiß man halt nichts mal, auf was man mehr achten soll. Also eher eine Vorfreude. Nicht so wirklich aufgeregt, würde ich sagen. Nein, ist richtig schön. Gerade wenn du jetzt so das Jahr so Revue passieren lässt und so ein bisschen drüber nachdenkst, was alles so passiert ist und ja auch jetzt allein aus unserem Gespräch heraus ja schon auch klar wird, so, dass du schon auf jeden Fall krasse Sachen geleistet hast, einfach auch so gerade, wie gesagt, auch so mit diesen ganzen Live-Gigs und dich einfach so dir voll die krasse Community so aufgebaut hast in der Zeit. Aber spürst du auch so ein bisschen Druck, jetzt so abliefern zu müssen, dass man so dieses Gefühl hat, okay, so dieses erste Jahr war jetzt schon voll nice und vielleicht viel krasser, als man sich erwartet hätte. So, jetzt muss die ganze Zeit weiter was passieren oder bist du relativ entspannt und sagst, hey, du machst halt so, wie du Bock hast? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall beide Seiten in mir.
ich glaube, so grundlegend bin ich schon eher so, dass ich denke, alles kommt, wie es kommen soll und alle Sachen passieren aus einem Grund und entweder es läuft gut oder es läuft halt nicht gut. Und das Gute ist, ich habe halt eben andere Standbeine in meinem Leben. Ja. So, Musik ist nicht das, wovon ich mir meine ganze Identität ziehe, sondern ich habe andere Sachen in meinem Leben, die mir Spaß machen, in denen ich vielleicht auch gut drin bin oder wo ich erfolgreich drin bin. Und dementsprechend, wenn es mit Musik nicht klappt, dann bin ich nicht lost, weißt du, so. Und das ist, glaube ich, ganz, das gibt mir so eine Ruhe in der Sache. Und trotzdem gibt es auch Tage, wo ich mir da manchmal Tracks anhöre und denke so, boah, ey, das ist, ich weiß nicht, ist das wirklich gut genug? Und ist das wirklich, kann ich das wirklich rausbringen? Kann ich diese Sachen wirklich so sagen? Oder muss ich mich dann, also muss da nicht was Krasseres kommen oder so? Also, ich bin jetzt auch nicht frei von Selbstzweifeln. So, ja. Safe nicht. Ja, voll. Ich glaube, das ist halt auch normal, ne? Also, ich meine, du transportierst was nach außen, so, man macht sich ja auch irgendwie schon ein bisschen nackig so in dem, was man zeigt. Und ich finde aber trotzdem, dass das auf jeden Fall alles auch sehr oder größtenteils sehr entspannt wirkt, so, dass man nicht das Gefühl hat, okay, du versuchst jetzt auf Krampf irgendwie das und das zu erfüllen, weil jetzt vielleicht so ein bisschen so eine Erwartungshaltung wächst. Und ich glaube, gerade dadurch auch, dass du halt auch so soundmäßig einfach machst, worauf du Bock hast, so, sind die Leute, glaube ich, da eh auch entspannter, so, weil man einfach sich freut, wenn was kommt und gespannt ist, was passiert, so. Ich habe halt auch das Gefühl, die Leute, also, oder das hatte auch letztens jemand zu mir gesagt, man kann halt voll diese Entwicklung mit beobachten, ja. So von Sonnenschein Sattler allein, wie die Stimme war, bis jetzt zu den Sachen von Gauner Tape oder so, oder auch irgendwie von Flows, die vielleicht finesst werden oder so. Und das ist halt auch, glaube ich, vielleicht so spannend, weil das so nahbarer ist. Es ist nicht so ein vorgefertigtes Tape oder EP. Ich komme nicht als Künstlerin, als OG Lou dahin und weiß, was meine Mission und Vision darin ist, sondern alle sind halt gerade live dabei, sag ich mal, wie ich mich so entwickle und worauf vielleicht auch meine Stimmungsschwankung, weißt du so. Ja, voll. Und das ist halt übel spannend so. Wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, bevor du angefangen hast, Musik zu machen oder so in dem Moment, als du angefangen hast. Was war vielleicht so ein Tipp auch, der dir am Anfang irgendwie geholfen hat? Was für einen Tipp würdest du weitergeben, wenn jetzt irgendwelche hört, so zuhört oder sich das anguckt, der oder die schon ewig Bock hat, Mucke zu machen, Kampfsport zu machen, egal was, sich irgendwie selbst zu finden in der Art. Hast du einen Tipp, was für den Anfang helfen könnte? Also ich glaube, die gesunde Balance dazu drin zu finden, die Sachen nicht zu verbissen zu machen, nicht zu sehr, nicht sich zu viel vorzunehmen und nicht zu streng mit sich dazu sein und gleichzeitig trotzdem sich zu erlauben, halt groß zu träumen. Ja, voll wichtig, ja. Was geht bei dir dieses Jahr noch? Was steht noch an? Wo sieht man dich noch live? Wann hört man wieder neue Mucke? Sowas. Was ist dein restlicher Jahresplan? Also ich spiele auf jeden Fall noch ein paar Mal live. Jetzt auf jeden Fall in 2 Wochen auf der Fusion. Darauf freue ich mich schon krass. Ich finde es halt voll crazy, weil ich letztes Jahr ja auf dem Splash gespielt habe, auch so komplett random eigentlich. Ja. Und dann habe ich, eine Freundin von mir hat ein Video gemacht, wie ich damals von der Bühne gegangen bin und so meinte so, ey, Splash war ganz geil, aber nächstes Jahr spiele ich Fusion, ihr Bitches. Und einfach, dieses Jahr wurde ich Fusion gebucht, das ist so verrückt, krass, das ist so, so crazy und genau deswegen, man soll auch groß träumen dürfen. Ja, voll. Ja. Und ansonsten spiele ich in Frankfurt jetzt nochmal 2 Gigs, einmal auf so einem Graffiti-Jam und einmal auf so einem Jam, was so mit von Freunden von Niemand organisiert wurde auch. Und dann spiele ich noch mal ein paar Gigs im Osten, aber kann ich jetzt leider nicht alle Daten auswendig. Shame on me. und ich bringe jetzt noch im August wahrscheinlich ein Tape raus, wenn ich alles ready schaffe und so. Sehr nice. Mit noch mal ein paar neuen Songs und auch noch mal mit so ein bisschen paar anderen Features als das, was man vielleicht bis jetzt so nur von mir gehört hat, ja. Ja, geil, ich freue mich auf jeden Fall. Bevor wir zum Ende kommen, ich habe dich ja schon vorgewarnt, darfst du jetzt noch dein Shoutout loswerden? Du darfst diesen Moment nochmal nutzen, irgendwen, irgendwas zu erwähnen, uns davon zu erzählen, was man vielleicht auschecken soll, wen man auschecken soll, was irgendwie Wichtiges passiert ist, was vielleicht untergegangen ist teilweise, genau. Also mein Shoutout geht auf jeden Fall an Pro Asyl und die Seebrücke.
wie man ja jetzt irgendwie auch wieder mitbekommen hat, sind neue Gesetze verordnet worden, was geflüchteten Menschen, was besagt, dass geflüchtete Menschen erstmal in so Haftunterkünfte kommen. Oh, scheiße, grammatikalisch dick am Arsch, dieser Satz, aber genau, dass Menschen eben erstmal in Haft und Haftlager kommen, bevor sie irgendwie nach Europa einreisen können oder sobald sie europäischen Boden betreten, halt erstmal in so Haftlager reinkommen. Und ich finde es einfach extrem wichtig, dass wir uns darüber informieren, was da passiert, weil die Menschen extrem abgeschottet werden, sehr, sehr wenige Journalisten dort überhaupt hinkommen und selbst dann findet das gar nicht so in deutschen Medien so krass statt. Also auch so sehr sich Journalisten bemühen, darüber also zu informieren. Das ist gar nicht, das muss ja eigentlich aktuell in allen Tagesthemen sein. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass es in ganz Deutschland, in ganz Europa Protestaktionen dagegen gibt. Und das passiert halt leider nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns da informieren, dass wir dorthin spenden. Und ein Auge darauf haben und nicht einfach sagen, okay, Frontex und irgendwie die EU-Außengrenzen und das Parlament kann da machen, was sie wollen, sondern das muss beobachtet werden. Deswegen Shoutout an die. Auf jeden Fall, ja. Immer Shoutout auf jeden Fall auch an zivile. Unterschreibt die Petition, die dazu laufen. Ja, ich wollte gerade sagen, die findet man auf jeden Fall unter dem Video. Und ich danke dir für deine Zeit und dass wir das heute gemacht haben. Für das Interesse. Immer. Du weißt auf jeden Fall, ich bin Fan, so ich kann es nur immer wieder sagen. So ich langsam, bin auch Fan. Langsam wird es unangenehm, so mein Fangirl-Modus, aber ich werde es auf jeden Fall, um die Anekdote noch kurz zu bringen, so wie ich es auch schon beim Einerseits-Magazin geschrieben habe, so ich werde es nie vergessen, wie ich dich letztes Jahr auf diesem Tag des Kindes gesehen habe und dachte so, Alter, sowas habe ich, so hat Rap mich schon lange, lange nicht mehr gekriegt irgendwie und obwohl ich schon sehr, sehr lange Rap höre und sehr krasser Rap-Fan bin, aber da war ich echt so nice und noch nicer, dass es ein Girl ist und noch nicer, dass sie irgendwie aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt und man sich irgendwie noch connecteder fühlt dazu und deswegen checkt auf jeden Fall alles an Mucke, was es gibt von OG Lou, den Gaunas und Co. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Mann, danke schön. Gerne, gerne.